Eure Versuche, das Parlament für die indische Sache zu gewinnen, sind gescheitert. Ihr müsst mehr tun. Ich setze nicht meine Beziehungen zur Queen und zum Land aufs Spiel, um ihren Kreuzzug zu unterstützen. Eure Hoheit, ihr gehört nach Indien. Nicht hierher, um einen fremden Adligen zu mimen. Ich habe mir diesen Nonsens lange genug angehört. Wenn eure Mutter euch sehen könnte, der letzte Maharaja des Punjab suhlt sich in seinem goldenen Käfig. Sie wagen es. Ich bin immer dafür, jemandes Mutter in einen Streit hineinzuziehen. Wenn er seinem Volk nicht hilft, wird er es ewig bereuen. Wie können wir helfen? Redet mit ihm. Auf mich hört er nicht. Wir versuchen es. Ihr habt Gäste. Ich nehme an, Mr. Green hat sie geschickt. Eure Mutter zu erwähnen war... ungehörig und er war im Unrecht. Wir würden die Situation gern bereinigen. Versuchen Sie es. Und empfehlen Sie sich in einem Schießspiel. Von diesen Leuten hier versteht sich keiner aufs Vergnügen und ich langweile mich zu Tode. Ein Schießspiel? Singh, ihr seid noch ganz der Alte. Ellsworth! Sagen Sie bloß, wie schön Sie wiederzusehen! Das Mutterland hat Ihnen gut getan. Jacob und Evie Fry, das hier ist Brinley Ellsworth. Ein alter Freund von mir. Ihr habt neue Freunde, wie ich sehe. Was führt Sie in diesen Teil des Empires? Ah, nur das Geschäft, bedauerlicherweise. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen, euch wiederzusehen. Es ist schon so lange her. Man erzählt sich, niemand gibt bessere Partys als ihr, mein lieber Freund. Ich bin gespannt, ob euer Ruf in Übersee der Wahrheit gerecht wird. Mein Diener Thomas wird den Punktestand festhalten. Sammeln Sie mehr Punkte als Ihr Gegner, indem Sie auf die Flaschen vor Ihnen schießen. Jede Flasche bringt Ihnen einen Punkt. Sie haben 30 Sekunden. Möge der Bessere gewinnen. Starten Sie die Uhr. Perfektes Spiel. 9 Punkte. Kommen Sie, Thomas. Wir machen es Ihnen zu einfach. Verkürzen wir die Zeit. Es beginnt die zweite Runde. Erreichen Sie das gleiche oder ein besseres Ergebnis in 20 Sekunden. Die Zeit läuft. Ab jetzt! Ein perfektes Spiel! Ich glaube, ihr habt einen ebenbürtigen Gegner gefunden. Euer Versuch, Hoheit! Kommt! Beweist, dass ihr mit dem Gewehr besser umgehen könnt als mit der Schleuder. Wenn Sie erlauben.
Beeindruckend. Ich möchte nicht ein Rat zu sein. Zum Teufel. Sir, ich habe einen zweiten Schuss gehört. Er hat recht. Es klang ganz wie ein zweiter Schuss. Seltsam. Mal sehen, was ich herausfinde. Es war sicher nichts Ernstes. Bemühen Sie sich nicht. Vor mir war ein Mann mit einem Gewehr. Ich dachte, das gehört zur Ausstattung. Sie wissen doch, wie gewisse Adlige sind. Wovon reden Sie denn? Waffen sind in den Gärten streng verboten. Dieser Prinz macht Probleme. Man sollte ihn zum Schweigen bringen. Tötet sie! Hier schneide ich die Zunge raus! Dich bringe ich um! Seht flink, ihr müsst überwältigen! Wie wär's, wenn ich dir ein Messer in die Nase ramme? Und mit dir hätte ich auch eine Kugel verpassen sollen. Du schlägst einen anderen Ton an, wenn ich mit dir fertig bin. Yes, es kommt. Das Templersiegel? Was haben die jetzt wieder vor? Sie sind noch hier? Wegen des zweiten Schusses. Das war nichts, Miss Fry. Ich muss zurück zu meiner Feier. Ihr müsst mir von eurem Leben hier erzählen. Es ist so lange her. Natürlich. Verzeiht eure Hoheit. Henry wird das sicher interessieren. Wir haben ein Problem. Wir sind nicht die Einzigen, die etwas von ihm wollen. Sagen Sie nicht, dass die Biokai ihn wieder belästigt. Das kann sie sich nicht erlauben. Schlimmer. Sie handeln nicht allein. Und Mr. Singh will nichts damit zu tun haben. Die Templer? Das ist unmöglich. Wir müssen ihn dazu bringen, schnell zu handeln. Oder er wird noch größeren Ärger bekommen. Treffen wir uns bei meinem Geschäft. Vielleicht habe ich da etwas, das helfen könnte.